So, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es ein neues Video und zwar hier 10 Booster. Hier, den habe ich leider schon geöffnet, aber den möchte ich euch noch zeigen. Da ist was Cooles drin. Ja, die sind von 2016, Serie 1. Die habe ich mal günstig ersteigert und ich öffne jetzt nach dem Intro. Ja, hier habe ich 10 Booster für euch von der FIFA 365 2016 und hier seht ihr, wer drauf ist: Iniesta und Lahm. Den hatte ich leider schon geöffnet, weil ich gucken wollte, ob da irgendwie ein Jahr drauf steht. So, hier haben wir Gundogan und Riesmann, glaube ich, oder wer das ist. Ja. Gucken, ob da noch irgendjemand verschieden ist, aber ich glaube, da gibt es nur. Na, doch, hier ist noch einer. Wer hier jetzt genau drauf ist, ich glaube, hier ist Akinfeev. Und hier ist, glaube ich, was ist das nochmal? Ist das Pepe? Nee, Pepe. Ihr könnt es mir ja mal schreiben, der hier drauf ist. Ich komme jetzt nicht gerade auf den Namen. Ja, dann beginnen wir mal. So, hier brauche ich nur hier abzumachen, so. Weil hier war was drin, das wollte ich euch nicht vorenthalten. So, gucken, ich tue euch noch ein bisschen runter zoomen. So, hier haben wir Neymar, den meine ich eigentlich nicht. Guck mal, wann die kommt. Ich mach die ganz nach hinten, weil ich fand sie recht cool. So sahen die früher aus, also früher 2016, das 2 Jahre. So sahen sie von hinten aus. Fallen mir recht gut. So, hier haben wir Borussia Dortmund. Immer von den Fans hier, die Fankurve. Ah, 12. Mann steht hier. So sah die von hinten aus. So, hier haben wir Anwar El Ghazi von Ajax Amsterdam. Hier haben wir Renato Augusto. Dann haben wir hier Samir Handanovic. Und das hier ist er, die ich gemeint habe. Die fand ich echt cool. Eine Legend-Karte von Puskas. Also die ist schon echt cool, finde ich. Wie findet ihr die? Nächster Booster. Ich wusste einfach nicht, was ich aufnehmen sollte. Ich wollte nicht schon wieder Bayern-Sticker rausbringen. Oder ich hätte ja noch andere Sticker von wie heißen die Helden? Justice League. Wenn ihr davon welche sehen wollt, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. So. Oh, den hatten wir eben schon. Den hatten wir hier. Also einmal doppelt schon. Hier nochmal Renato Augusto. Para. Chetieu. Pastore. Und Benteke. Ob ich es so aufkriege. Oh, der möchte nicht. Doch, jetzt hat er verloren. So,
nochmal so eine geile Karte wäre schon cool. Oh, hier Mandzukic. Ex-Münchner. Ah, mich juckt's. Ocampos. Sergio Romero. Fernando Torres. Oh, Messi Impact. Goal Machine. Und Nastasic. Grüße gehen an Kolle raus. Kolle ist nämlich Schalke-Fan. So. Gerade schauen. Mit den Codes könnt ihr eh nichts mehr anfangen. Oh, hier ist auch wieder was Nices dabei. Deschach. Daily Blind. Nigel de Jong. Claudio Bravo. Roberto Pereira. Hier, die finde ich cool. Alter, die ist sogar geprägt. Geil. Paul Pogba. Richtig nice. Finde ich auch cool. Die mache ich mal hier hin. Die gefällt mir echt cool. So. Na? Da ist wieder was Cooles dabei. Sogar zwei Sachen bei mir gefallen. Hier haben wir Lewandowski. Na. Hier Thiago. Aber nicht der Thiago von den Münchnern, sondern dann hier der. Roberto Pereira. Den hatten wir eben schon. Oh, hier Rodriguez. Ramos Rodriguez. International Star. Hier. Die finde ich auch noch nice. Manuel Neuer. Und da hier. Die finde ich auch geil. Noch eine Legend. Michael Laudrup. Echt geil. Die finde ich schon cool, die Serie. Ich glaube, da muss ich mir noch irgendwie was besorgen. Ich habe zwar noch genug. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr noch mehr von denen sehen wollt hier. Weil ich finde die cool, die Serie hier. Allein mit den Legends-Karten hier. Und die geprägten, coolen. Kann man nichts sagen. Mal gucken, was hier so drin ist. Na, hier geht's. Hier haben wir Casio. So sieht der es besser. Kondo Bia. Sergio Romero. Den hatten wir eben auch schon. Tosic. Wayne Rooney. Auch cool. Goal Machine. Und Alberto Bueno. Weiter geht's mit diesem Video, Mann. So. Oh, hier haben wir wieder Mandzukic. Hier haben wir Lucas Ocampos. Ups, ich hab vergessen rumzudrehen. Was ist denn hier? So. Hier haben wir Marin, Leandro Marin. Hier Rode, der jetzt bei Dortmund ist.
Toni Kroos. Schade, dass Bayern den damals verkauft haben. Naja. Und hier haben wir Rojo. Oder Rojo. Ne, Rojo, denke ich, ja. Rojo. Weiter. Zum nächsten Booster. Gehen wir erstmal wieder. Oh, hier ist alles. Zack, 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 zack. So. Chris Smalling. Milanov. Martins Indy. Montoya. Manchester United Logo. Und Carlos Sanchez. So, noch zwei Booster. Und dann war's das für dieses Video. Na, will schon wieder nicht. Alles wieder hier verdreht. Erik Durm, Baby Blind, Silvio Proto, Augustin Orion, oh hier Gareth Bale, sieht auch cool aus, Game Changer, und hier haben wir Felipe Coutinho. Als International Rising Star. Und der letzte Booster. Na? Komm schon. Du verlierst sowieso. Seht ihr? Muss man die so verdrehen. Hier haben wir wieder Chris Smalling und schon wieder Milano, Luis Antonio, hier haben wir wieder Martins Indy, hier Klaas-Jan Huntelaar, Gold Machine und Chupa. Jo, das waren jetzt 10 Booster. So, das sind ganz normale Karten hier. Ja, vielleicht diese auch noch cool. Aber die besten fand ich hier. Die zwei Legenden. Ich könnte aber auch... Ich nehme das hier so jetzt als Thumbnail. So, das werdet ihr dann im Thumbnail sehen. Jo. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid und euch dieser Kanal gefällt, könnt ihr es kostenlos abonnieren. Ich würde mich auch sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.